Wollen wir noch einen kurzen Ausblick wagen? Die Strompreise, ja, das macht natürlich vielen Menschen Sorge. Alles ist zuletzt teurer geworden, also Gas, Strom, alles ist durch die Decke gegangen. Wie ist denn da Ihr Ausblick? Also wird sich das jetzt mittelfristig wieder beruhigen oder wird das jetzt vielleicht einfach stabil immer teurer werden? Und wie kann man das vielleicht auch vermeiden? Also erstmal, Erdgas wird dauerhaft teurer werden. Dauerhaft teurer werden. Denn Flüssig, LNG, Flüssiggasimport kostet einfach massiv mehr als russisches Erdgas auf Pipelines. Das wussten wir, deswegen wollten wir lieber das Pipeline-Gas. So, wenn wir das jedenfalls nicht mehr in den Mengen oder vielleicht gar nicht wollen, dann erkaufen wir dafür mal locker eine Preisverdoppelung des Rohproduktes. Ohne das geht's nicht. Und bei Strom rechne ich auch damit, dass wir auf relativ lange Sicht, ich rede mal, sage ich mal mindestens 5, 6 Jahre davon, dass wir auf einem massiv höheren Preisniveau bleiben werden, weil wir einfach in Europa Engpässe haben. Wir haben nicht die Kapazität. Frankreich kann sich nicht mal mehr selbst versorgen. Das ist eine Katastrophe. An vielen Stellen sind die Kapazitäten so eng. Und wenn wir dann Erdgas auch noch zurückschrauben müssen, weil wir das Produkt nicht haben, rechne ich schon für eine ganze Anzahl von Jahren von einem deutlich höheren Preisniveau. Traditionell kostete die Megawattstunde, das kann sich keiner vorstellen, was das ist auch mal egal, aber die kostete immer so um die 50 Euro. Wir reden heute für die nächsten 3 Jahre an den Großhandelsmärkten von 200, 300. Und das ist ja in den Privathaushalten noch plenty of nothing angekommen. Also beim ganz paar, die dann plötzlich von diesen windigen Unternehmen, die von einem Tag auf den nächsten ihre Kunden rausgeworfen haben, die mussten ja dann zur Notversorgung und die haben dann teilweise deutlich höhere Preise bekommen, aber noch weit weg von dem, was, sag mal, in der Pipeline von hinten an Preis- und Kostendruck hier reinkommt. Also auf die Privathaushalte, auf die Betriebe, auf die Unternehmen kommt eine längerfristig höhere Preiswelle zu. Und ich glaube auch nicht, dass der Staat das einfach dauerhaft wegsubventionieren kann. Dafür hat er nicht die finanzielle Kraft. Und die Bürger sollten auch nie vergessen, wenn sie nach dem Staat rufen, das sind ja auch nur sie. Wenn der Staat zahlt, wer ist denn der Staat? Der ist nur die Summe seiner Bürger. Mehr hat er nicht, mehr ist er nicht. Also man kann es entweder über die Preise bezahlen, oder über die Steuern bezahlen. Der Staat, anders als manche Menschen nur gelegen zu denken scheinen, hat nicht irgendwo noch wie Dagobert Duck einen Goldgraben. Und da kann er immer mal reingreifen und der kommt irgendwo aus dem Nichts und entsteht da so vor sich. Also wir zahlen immer. Beunruhigender ist an sich natürlich die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen und deutschen Industrie zum Rest der Welt. Weil was die Menschen nicht sehen, ist, diese Energiekrise findet präzise nur in Europa statt. Diese Energiekrise gibt es in Amerika gar nicht. Diese Energiekrise findet fast in Asien nicht statt. Dieses ist eine europäische, auch zum guten Teil hausgemachte Energiekrise. Diese Energiekrise hat übrigens begonnen im vierten Quartal letzten Jahres vor dem Ukraine-Einmarsch. Der Ukraine-Krieg hat die Dinge verschärft. Die Energiekrise hat begonnen, völlig unabhängig davon. Deswegen, wir haben ein Stück weit eine hausgemachte Krise, die sich durch den Krieg noch massiv verschlechtert. Aber sie unterscheidet uns vom Rest der Welt. Und das macht mir natürlich Sorgen um unsere exportorientierte Industrie. Werden wir die Wettbewerbsfähigkeit halten? Also ich glaube, wie irgendwelche etwas höhnisch manche amerikanische Volkswirte gesagt haben, Deutschland wird sich auf einen nachhaltigen Wohlstandsverlust einstellen müssen. Auf der Unternehmensseite, auf der Privatseite. Wir haben halt billige Drogen genommen und die sind weg. Wir wollen mit dem Händler nicht mehr so viel machen. Wir wollen aus der Abhängigkeit raus, wir wollen es besser, nachhaltiger und teurer machen, und dann werden wir auch den Preis bezahlen müssen. Und das wird die Strukturen in dem Land ganz wesentlich verändern. Deswegen, wir reden auch hier von der Zeitenwende. Das ist nichts, was wir aussitzen in einem Jahr wie Covid oder in 2 Jahren, ist das dann irgendwie weg und vergessen. Dieses wird vielleicht eine Generation prägen. Isn't the only hope for the planet that the industrialized nations collapse? Isn't it our responsibility to bring that about? Official statement by Maurice Strong, Secretary General of the UN and Chairman of the Earth Summit 2015. We've got to ride this global warming issue. Even if the theory of global warming is wrong, we will be doing the right thing in terms of economic and environmental policy.
Timothy Wirth, President, UN Foundation.